Was geht ab, meine lieben Saiyajin-Freunde? Wie ihr hinter mir erkennen könnt, habe ich mir extra ein neues Regal zugelegt für meine 1-Finger-Scale Dragon Ball Figuren. Und diesbezüglich vergesst auf gar keinen Fall, nächsten Sonntag einzuschalten. Da bauen wir das geile Regal auf, plus sehr viele geile neue Dragon Ball Figuren. Und bezüglich Figuren, wenn ihr auch so geile Figuren haben möchtet wie ich, checkt mal unbedingt den Kami-Shop ab. Ich markiere euch ihn hier. Also auf Kami-Shop. Ganz neu, es sind jetzt schon ein paar Figuren online, ein paar Startfiguren online. Haltet die Augen auf, denn die nächsten Tage wird auch für reichlich Nachschub gesorgt. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Bleach-Unboxing. Und wenn es euch gefällt, ich habe noch einige mehr Bleach-Startfiguren, die können wir auch gerne auspacken. Was sagst du, Ichigo? Wird wieder Zeit für ein Bleach-Unboxing. Fangen wir mal mit dem kleinen Karton an, arbeiten wir von klein zu groß und holen wir mal erstmal jetzt die süße Yoruichi raus. Hier haben wir sie mit einer sehr süßen Pussy. So, jetzt kommen wir zu Kenpachi. Auf den freue ich mich schon richtig. Wie ihr seht, wir haben ja zwar die letzte Zeit wenig Unboxings gemacht, aber dafür, wenn wir ein Unboxing machen, geizen wir nicht und packen direkt ein paar Statuen auf einmal aus, damit ihr auch ein bisschen mehr was davon habt. So, hier sehen wir schon ein bisschen, seht ihr noch, wie ich gesagt habe, ne? Das sieht schon krass aus. Hier, das Schwert ist einfach aus Metall. Hört ihr? Riecht krass, das riecht schwer, das Ding. Das wiegt das bestimmt 2 Kilo. Wenn Einbrecher jetzt kommen, oder den ein oder anderen TikToker, könnte ich auch damit klein hacken. Ich dachte einfach, die komplette Haare sind kaputt. Aber zum Glück kann man die hier so reinstecken. Das ist ein Magnet. Ich dachte mir, die sind komplett nur ausgerissen. Hier haben wir eine Batterie. Ah, und wenn wir drauf drücken, leuchten die Augen. Das sehen wir wahrscheinlich gleich im Dunkeln besser. Aber heftige Form oder nicht von Kenpachi, sieht auf jeden Fall aus wie ein Teufel. Was ich mich frage, warum Tsumini so Charaktere wie Kenpachi rausgehauen hat oder keine Ahnung, Eisen, sowieso Eisen haben so wenige rausgebracht, obwohl Eisen einer der coolsten Charaktere ist. Aber ich habe mir diesbezüglich direkt mal 2 Statuen von Eisen vorbestellt. Einmal Okiora. Das mache ich jetzt nur provisorisch. Ich muss demnächst sowieso hier ein bisschen umbauen. Ich brauche ein paar neue Vitrinen. Und wie ihr seht, das ist hier alles ein bisschen zu eng geworden. Ich will höchstwahrscheinlich den ganzen Raum hier nur One Piece haben. Und drüben will ich halt noch ein paar große Vitrinen machen.
Darum kommt der Okiora jetzt erstmal hier oben zum anderen Okiora. Passt, glaube ich, ganz gut. Da haben wir auch direkt den finalen Fight daneben. Ichigo versus Okiora. Ichigo in seiner Hollow-Form. Beides auch sehr krasse Statuen. Wir werden jetzt hier ein bisschen switchen. Das Unboxing könnt ihr gerne auch abchecken. Ist auf jeden Fall auch richtig lustig geworden. Haben wir auf jeden Fall zwei sehr krasse Szenen aus der neuen Staffel. Und direkt zwei krasse Spoiler. Einmal Yoruichis finale Form sehen wir erst in der nächsten Staffel. Und Kenpachis finale Form sehen wir auch erst in der finalen Staffel, die jetzt bald rauskommt. Also zwei Spoiler-Statuen. Ich hing an dieser Figur so lange, das glaubt ihr gar nicht, ich hing da, glaube ich, anderthalb Stunden oder so dran, weil seht ihr hier dieses ganze Blut, das sind alles einzelne Pinchen und ich musste finden, wo welches reinpasst und so. Die Figur hat mich richtig zur Weißglut gebracht. Aber so jetzt im Finalen sieht die schon krass aus und passt auch perfekt zusammen hier, die beiden. Und danach hier drunter mit der finalen Form. Also sieht schon geil aus. Meine Bleach-Sammlung nimmt auch langsam Form an. So, ich habe jetzt gerade nochmal bei eBay reingeschaut. Der Okiora ist momentan zwischen 800 bis 1000 Euro drin. Und herzlichen Dank nochmal an den Kollegen von eBay, bei dem ich die Statue ersteigert habe. Er wusste auch direkt, für wen die Statue ist, also für mich. Du siehst auf jeden Fall auch dieses Unboxing, denke ich mir. Also schöne Grüße an dich. Und da haben wir hier schon mal eine Statue. Sagen wir mal einfach 800 Euro. Der Kenpachi, der war, glaube ich, um die 600 Euro und die Yoruichi, ich glaube um die 300 Euro. Da haben wir auf jeden Fall, für 1700 Euro haben wir jetzt Figuren ausgepackt. Also kommt selten ein Unboxing die letzte Zeit, aber dafür kommen halt schöne, knackige, lohnenswerte Unboxings. Und weil mich Bleach jetzt wieder so heiß gemacht hat und wir ein bisschen noch warten müssen bis zur nächsten Staffel, glaube ich, fahre ich jetzt direkt ins Tonstudio auf direktem Weg und mit einem geilen Bleach-Song auf. Also wieder im Stil wie die Saiyajin EP. Also schön ein bisschen härtere Musik, Street-Rap, aber mit schönen Bleach-Punchlines. Ich habe da auf jeden Fall schon jetzt ein paar geile Ideen im Kopf. Und haltet auf jeden Fall die Augen auf. Diesbezüglich abonniert auch meinen zweiten Kanal, Margin Xenos. Egal auf Instagram, TikTok oder YouTube. Und auch auf Spotify mich abonnieren nicht vergessen. Gebt einfach Xenos Saiyajin ein, dann findet ihr direkt mein Album. Lasst ein Abo da, folgt mir da und dann verpasst ihr auf gar keinen Fall mehr meine nächsten Releases. Und der nächste Release wird auf jeden Fall der Bleach-Track. Hollow Shinigami nennen wir den einfach nur. Peace, euer Xenos, hat mich gefreut. Ciao.